ist dein Lieblingshorrorfilm? Hier meine Frage zum Jahrestag des Woodsboro-Massakers. Was ist euer Lieblingshorrorfilm? Was ist dein Lieblingshorrorfilm? Die Tragödie der einen Generation ist der Witz der nächsten. Was ist dein Lieblingshorrorfilm, hä? Ich zeig ihn dir. Diese Woche ist der Jahrestag der berüchtigten Woodsboro-Morde. Das inzwischen berühmte Opfer, Sidney Prescott, ist in ihre Heimatstadt zurückgekehrt. Willkommen zu Hause und nun die Vorschau auf die kommenden Ereignisse. Was wollen Sie? Wer ist da? Da macht einer auf Ghostface. Ich bin im Schrank. Lügner. Olivia! Dewey, was ist hier los? Das gehört nicht an die Öffentlichkeit. Das steht alles im Internet. Ehrlich? Der Killer plant seine Morde nach dem Muster des Originalfilms. Zeit für den nächsten Toten. Das Unerwartete ist das neue Klischee. Jetzt dürfen auch Jungfrauen sterben. Heißt das, ich werde nicht so lange leben wie die beiden? Ganz klar. In einer neuen Version sollte der Killer die Morde filmen. Gail! Gail! Hinter dir! Stoß zu, wenn du den Mumm hast! Keine Verbindung zu ihm. Er kann Sidney nicht umbringen. Sie ist der rote Faden. Stimmt nicht. Sie ist entbehrlich. Verstehe. Das garantiert im dritten Akt ein Blutbad der Hauptrollen. Daumen drücken. Vielleicht gibt's heute mal was Nacktes. Zeit für deine letzte Frage. Wie heißt das Remake des bahnbrechenden Halloween, Texas Chainsaw, Dawn of the Dead, The Hills Have Eyes, The Amityville Horror, Black Christmas, House of Wax, Blood Nightmare, Bloody Valentine? Es ist einer von denen, oder? Keiner von denen. Ich komm gleich wieder. Wie war das? Das darf man nicht sagen, oder? Du hättest dein Gesicht sehen sollen.